Genau. Wo waren wir? Ja, der Jürgen, das habe ich. Ja, nicht bloß. Der Jürgen hat ja jetzt auch noch das mit der Versicherung. Na ja, das. Ich habe zum Jürgen gesagt, bei einer Versicherung, das ist nie. Eine Versicherung ist immer. Und dann habe ich zum gesagt, du kannst da nicht reinschreiben, so und so. Na, das ist ja Irreführung, falscher Ding, Tatsache. Was? Weil der Achim war ja der Beifahrer. Der Achim war der Beifahrer. Der Jürgen ist ja selber. Na? Da kannst du nicht reinschreiben, hin und her. Da sagt die Versicherung, das kann schon sein, aber wie jetzt? Also, der Achim war der Beifahrer. War ja Neuschnee. Und der A6 ist von rechts ungebremst voll der Audi. Voll. Wie auf Schmierseife. Der ist wie auf Schmierseife in der Achim da rein und der Achim weiß nichts mehr. Der Jürgen weiß auch nichts mehr, aber der Jürgen war ja nur einen Tag im Krankenhaus. So halt, zum Gucken. Aber der Achim, den habe ich ja erst da bei uns. Und dann habe ich ihn ganz weg. Hat so Beobachtungsspezial. Na, weil die haben vermutet, Schädelbasis. Der war 3 Tage in dem künstlichen. Ja, ja. Na, weil die haben vermutet, wie heißt es? Schädelbasis. Aber nichts gefunden. Das war Glück. Ich hab zu Jürgen gesagt, der Achim wieder ohne irgendwas Glück im Auto. Ne? Wenn man sich das überlegt, er war 3 Tage in dem künstlichen Ding da. Ich meine, ist ja eigentlich Blödsinn beim Achim. Ne? Wenn du zum Achim sagst, schlaf mal 3 Tage, da darfst du schon weg am Samstag. Sportschau. Ne? Das Einzige, was der Achim noch weiß, wie er zum Jürgen gesagt hat, Jürgen, rechts ist frei. Ja. Und dann war praktisch. Kann man nichts machen. Ja, der Jürgen macht sich Vorwürfe. Wenn der ist ja bloß deswegen gefahren, ja, weil die gemeint haben, dass er hier weniger. Hat ja gar nicht gestimmt, ne, aber der Jürgen ist kerzengerade ins Auto. Ne? Der Achim ist zickzack gebüscht, Parkplatz, bis der mal im Auto war. Ne? Ja, aber das beim Jürgen, die Leute meinen immer Muskelding, aber ne, das ist, stimmt ja gar nicht, das ist reine Masse. Ne? Der ist ja 2,04 Meter noch mehr. Der Achim ist auch 1,90 Meter. Ne? Der Jürgen ist ja weit über 2,04 Meter. Ja. Aber was muss der da auch rausfahren? Ja. Pro Nacht kommt da ein Auto. Das habe ich die genau abgefangen. Ja. Oh, wann kommt's denn endlich? Ich muss heim. Ja, der Jürgen, manchmal. Ja. Das ist der A6 ungebremst. Ich meine, auf der anderen Seite, ich habe auch noch nie einen A6 Bremse sehen. Nee, Spaß auf die Seite. Wer kommt denn auf der Autobahn hin links, diesen da? Guck mal, das ist immer der dunkelgraue A6 Kombi. Früher hat man gesagt, Ding, Porsche oder. Aber es ist immer der. Abblendlicht fehlt serienmäßig. Das darfst du extra bestellen, wer es braucht. Und den dunkelgraue A6. Den gibt's auch bloß in Grau. Noch nie, dass der mal anders. Das ist immer der. Dann mit der Versicherung, das ist ja dein lang hin und her. Ich hab gesagt, ihr könnt doch nicht. Ihr müsst die Tatsachen im Dorf da, dann.
Und das ist über 2 Jahre hin und her. Und die Versicherung hat dann am Schluss geschrieben, nein. Haben wir nichts gemacht. So ist das. Ja, aber das. Ich hab zum Jürgen gesagt, der Achim. Der braucht ja das Auto auch. Der Achim ohne Auto, das ist. Der braucht es. Auch beruflich. Der Achim ist ja nur Autobahn, schon immer. Das ist praktisch Hobby. Schon immer. Früher, wie er ein Schiffschaukelbremser war. War der Achim war nur auf der Autobahn, immer. Der Achim hat ein Ding, der hat Schiffschaukel gebremst. Einwandfrei. Das war ja der Betrieb vom Jürgen. Aber gebremst hat der Achim. Das war Mitte 90er, da hat er mit dem Sattelschlepper im Osten. Der hat im Osten die ganze Tempo 30-Schilder, alles. Der war in Görlitz, in Rostock, im Osten, alles. In Görlitz war der. Weißt du, wo das ist? Im Osten aber, ganz hinten. Da, wo es nicht mehr weitergeht, da ist dann hinten dran Görlitz. Die haben das nicht gekannt, Tempo 30-Schilder im Osten. Ja, so ein Trabi. Da brauchst du keine Schilder. Was der unterwegs war, das war. Und an der Schule oder an der Grundschule die Tempo 30-Schilder, wo die Kinder drauf sind. Na, Vorsicht, Gas, Kinder weg. Die da auch. Ja. Ja, und am Sonntag, wenn er Zeit hat, fährt er zum Tanken. Ja. Hobby. Da fahren wir manchmal ein Stück Autobahn noch um Tanken. Ne? Der Achim, der Jürgen und ich. Ja, die sind ja Brüder. Ne? Da hat er jetzt den neuen, hat er tiefer gelegt, Luftfilter, Zahnriemen, alles. Ne? Das Ding hat 400 PS. Wahrscheinlich. Ungefähr. Weiß niemand, aber. Das schluckt ja, ich weiß gar nicht, wie viel 100 Kilometer pro Liter. Ne? Oder ein Zusatztank, ein Notding im Kofferraum. 10, 15 Liter, ne? dass er noch an die nächste Zapfsäule, wenn was ist. So an der Seite, den siehst du gar nicht. Ne? Da war ja mal das mit dem anderen A6. Ja, doch, da war ja schon mal was. Wir fahren auf der linken Seite vor uns ein LKW mit 150. Aber so, die Plane, ne? Wahrscheinlich ein Termin. Ne? Und da haben wir gesagt, gut, warten wir, bis der wieder rüber. Ne? Machen wir Sicherheitsabstand 10 Meter, da ist nichts passiert. Und ja, kann ich schon zählen, ne? 21. Genau, und kurz bevor der LKW rüber, blinkt es von hinten. Grau. Ja. Sagt der Achim, alles in Ordnung, brauchst gar nicht, ich weiß schon. Ja. Der LKW fährt rüber und der Achim voll ab. Ja, wie nix. Und der andere aber sofort die ganze Zeit im Knick. Was jetzt? Ja. Lang hin und her. Und da hat der Achim irgendwann bremsen müssen. Ja. Da war was. Ein Bienenschwarm. Eine Hummel. Irgendwas war da. Und der hinten so. Nichts passiert, aber so jetzt. Der war. Ja, dem ist Risotto gegangen. Du bringst einen A6 nicht aus der Spur. Der ist ja wie auf Schienen. Diese Waffe. Wenn der Achim bremsen muss und einer ist im Knick, ne, da geht es klarer Ablauf.
Formbremse erstmal Scheibenwaschding. Ne? Zwei, dreimal, ne? Der Achim nimmt immer das mit dem weißen Schaum. Ne? Scheibenklar, dass man was sieht. Und jetzt zählst du 21, ne? Bis das einschlägt hinne. Und erst Anfang 22 Bremse und Nebelschlussding gleichzeitig. Ne? Dann hat er da hinne drei Informationen. Ne? Und dann guckst du mal. Ne? Das war. Der war dermaßen im Ding. Dem ist Risotto gegangen und fertig. Man sagt darum jetzt, pass auf, irgendwann muss ja der mal tanken. Ne? Mir eben im Kofferraum. Ne? Und Tatsache, die übernächste Raststätte, dann ne, blinkt er rechts raus. Mir blinken auch rechts raus. Der erst mal Parkplatz. Nichts Zapfsäule, der war erst mal Luft. Ne? Richtig Ding. Und dann steigt der Achim freundlich. Nee, der Achim ganz freundlich. So kenne ich ihn gar nicht. Der Achim ist ganz sachlich ausgestiegen, ne? Und sagt freundlich, hör ich zu, A6ler. Und dann hat er mit einem Ruck, ne? Der Achim hat ja früher lang in der Werkstatt, der weiß genau, hat er mit zwei Händen, mit einem Ruck, dem sein linker Außenspiegel beschlagnahmt. Ne? Und dann haben wir ihn in die Hundedecke schön rein. In den Kofferraum, dass nichts passiert. Und den A6ler ich sehen müssen, der war gut im Ding. Sicher, Eiweißbunker zweimal die Woche. Ne? Und da sagt der Jürgen, das ist mein Bruder. Nee, der Achim sagt zum Jürgen, das ist mein Bruder. Der Jürgen, der fährt auch ein A6, aber der braucht einen neuen Spiegel. Gibt's Fragen? Der war weg, den A6ler sehen müssen. Ne? Aber der Achim, der ist 1,90 auch. Ne? Und beim Jürgen ist es besser, wenn er sitzen bleibt. Ne? Ne? Und da sagt der Achim weiterhin gute Fahrt. Ne? Hast du ja noch einen Spiegel rechts? Der langt bis heim. Ne? Das war der A6ler. Ne? Einwandfrei. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir da mal. Okay, weiter. Was ist denn jetzt mit der Kaffeemaschine? Was ist?